Hausmeisterei, Jeschke? Ja, ich bin's nochmal. Ach, Sie sind's, Frau. Ja, Herr Jeschke, Sie wissen doch auch, wegen der beiden von oben. Nee, weiß ich nicht. Was denn, Frau? Sie, was, das wissen Sie nicht? Nee. Na, ich kann Ihnen sagen, was der Frau, die Alte von unten, was der passiert ist. Ach so, die Frau, Ja, die war doch nach drüben zur Beerdigung. Die hat doch damals rüber gemacht, ne? Die hat doch da noch Verwandtschaft und so. Ja, jedenfalls war sie dahin mit dem Zug. Ja, ja, und? Ja, jedenfalls, Sie kennen doch die beiden von oben. Dieses junge Paar. Sagen Sie mal, Frau, haben Sie da das Radio laufen oder was? Nee, das ist Kassette. Aber sagen Sie, der war doch immer so freundlich, ne? Ja, ja. Er war ein ganz anständiger. So zurückhaltend. Also mich hat er immer gegrüßt. Ihr war er wohl nicht gut genug. Sie hielt sich für was Besseres. Die hat den einfach sitzen lassen. Hören Sie mal, Frau. Die war ja wohl eiskalt. Das kann ich Ihnen aber sagen. Und immer so von oben herab. Tja, und so kam das dann. Frau. Die hat sich vielleicht erschreckt, die Frau. Also diese Alte, ne? Die hat's ja auch so mit dem Herzen. Ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Hören Sie mal, Frau, in der Zeitung steht das ja auch, ne? Die schreiben da ja was ganz anderes. Moment, ich lese mal eben vor, ja, Frau? Lesen wir es denn? Eine Überschrift hier. Grausamer Maschinentod. Eine junge Frau steht hier. 24 wurde gestern früh in der Nähe des Streckenabschnitts 65 von einem Zug erfasst und getötet. Die Polizei vermutet Selbstmord. Selbstmord? Motiv Liebeskummer. War doch so ein ordentlicher Mensch. Ja, der war so ein ordentlicher Mensch. Ging jeden Tag zur Arbeit. Naja, aber der Hausflur, gehen Sie weg. Aber hier, Moment mal, das geht noch weiter. Hier, der Leichnam der Sabine K. wurde völlig zerfetzt und noch einige hundert Meter mitgeschleift, bevor der Zug kurz vor einer Brücke zum Halten kam. Und jetzt kommt. Der abgetrennte Kopf des Opfers konnte bisher nicht gefunden werden. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Wie der Kopf des Opfers? Welcher Kopf? Ja, ihr Kopf eben. Das ist ja entsetzlich. Richtig unheimlich. Unser Junge, der geht da ja immer mit dem Hund. Hinterher findet der denn? Ah, der Schlachter, der hat mir doch erzählt, er hätte sie da noch sitzen sehen. Der ist doch da vorbeigefahren. Wissen Sie was, Herr Jeschke? Den Taxifahrer sollten die mal fragen. Der müsste das doch eigentlich genau wissen. Mhm. Aber warten Sie mal, ich gehe mal eben... Was? Hallo? Und nun legen Sie doch den Hörer auf. Hallo? Mein Gott, ich habe doch nicht den ganzen Tag Zeit. Ach, gehen Sie weg.